Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, immer noch in Jerusalem, die letzten Schritte genau genommen. Wir sind so gut wie fertig. Wir kümmern uns jetzt hier um diesen Taschendiebstahl und dann noch die, ja, die zwei anderen Missionen, die noch übrig sind. Und dann haben wir es. Dann beginnt das Attentat. Die hier müssen wir. Ich setze mich mal hier auf die Bank. So, Taschendiebstahl. Los geht's. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager, jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. So weit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Okay. Diese Karte könnte ich ganz gut gebrauchen. Bin nur ein Gelehrter, nichts zu befürchten. Komm schon, erledigt. Karte, die Position von Talals Wachen zeigt. Die schauen wir uns mal schnell an. Talal inspiziert seine Sklaven täglich. Diese Karte zeigt die Position seiner Leibwachen. Diese Informationen sind von unermesslichem Wert. Oh mein Gott, okay. 4 wahrscheinlich am Eingang, 2 da oben an dem Eingang, dann ist da noch einer auf dem Dach im Schatten oben links. Ja, es sind einige Wachen, Heilige. Ein bisschen mehr als ich gedacht hätte. Aber gut, das kriegen wir auch hin. Wir haben hier noch eine Bürgerrettenmission, dann gehen wir mal hier hoch, dann zu der und dann zu dieser letzten Mission, in der wir dann als Belohnung, dass wir alle Flaggen gesammelt haben, nochmal Flaggen sammeln dürfen. Ja, juhu. Nee, ist schon cool. Ich muss mal schauen, dass ich hier vielleicht über die Straßen einen Weg finde. Das schaut ganz gut aus bis jetzt. Hier wäre das Büro des Verbindungsmanns, aber wir sind noch nicht ganz bereit. Ich fühle mich noch nicht so fertig. Wovor flieht er nur? Bald aber werden wir dorthin gehen. Nein, geht nicht. Das Leben kostet. Warum behelle ich hier? Das war ein Fehler. Versucht es. Stirb, Ungläubiger. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Du bist sicher. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Wer noch eine Minute getan? Und sie hätten mich entführt. Das kostet sich den Kopf. Okay, die Leute helfen mir. Dann markieren wir mal diese Mission hier oben. Da waren wir vorhin schon mal, aber da ist aus irgendeinem Grund der gute Herr weggelaufen. Der Mönch oder was auch immer der ist. Als wir ihm helfen wollten und somit konnten wir nicht mehr mit ihm quatschen. Ich wollte mich gar nicht hinsetzen. Oh Mann. Es gibt dann aber auch so eine Sperre, wenn du dich versteckst. Kannst du einfach nicht mehr aus dem Versteck aufstehen, bis du reinitialisiert wurdest, oder was? Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Tja, ich weiß nicht. Ich lauf gerne rum. Kletter auch gerne an Gebäuden hoch. Okay, mal hier und da vorne ist es. Wollen wir ihm mal helfen? Wir können tun, was uns gefällt. Versucht es. Stirb, Ungläubiger. Wessen Leben endet. Das wird erledigt. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, wir das vergesse ich nicht. So eine alle Bürger im Nobelviertel von Jerusalem gerettet. Sehr gut.
Dann klaue ich mir mal kurz noch ein paar Wurfmesser. Komm schon, noch ein bisschen, ein kleines bisschen noch. Genau, danke. So, der braucht es nicht so dringend wie ich. Dann würde ich einfach hier hochgehen. Und nach rechts abbiegen. Ich glaube mich zu erinnern, dass man die Wurfmesserzahl erhöhen kann. Dass man später quasi mehr tragen kann. Aber trotzdem durch das Klauen bei diesen ja, Räubern oder was auch immer das sind, bei den Handwerkern, trotzdem immer nur 5 kriegt und somit muss man irgendwann mehr bestehlen. Ich glaube fast, dass es so war. Da habe ich mich gerade ein bisschen daran erinnert. Dann wollen wir mal die Challenge machen. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich den großen Altair vor mir? Welch Ehre. Ihr seid wohl wegen einer wichtigen Mission hier. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masyaf, die ich zum Büroleiter bringen sollte, doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Könntet ihr sie für mich finden? Ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind. Okay, so sei es. 18 Flaggen sammeln. Einfach mal schnell den Parcours ablaufen, oder was? Nein, 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 aus dem Weg, aus dem Weg. Okay, hier lang. Kleiner Grafikfehler, was auch immer da gerade war. Hier lang. Schön den richtigen Weg nehmen. Wenn wir eine verpassen, wäre natürlich extrem doof. Die Zeit haben wir nicht. Nochmal einen Alternativweg zu nehmen. Aber so ein kleines Rennen finde ich cool. Es lockert noch ein bisschen auf. Auf hier. Komm schon, 13 von 18. Hier nochmal hochklettern. Okay. Und die noch, und dann müssten wir eigentlich fertig sein. Wieso fehlt mir noch eine? Warte, alle Flaggen wurden eigentlich. Achso, jetzt, ich habe schon kurz gedacht. Okay, ich bin tot? Nein, bin ich nicht. Alles gut. Ich bin fertig. Das ist einfach toll. Ich wusste, ich kann mich auf Meister Altair verlassen. Hier natürlich ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Sie sprachen über einen Mann namens Talal. Sie sagten, dass er viele loyale Gefährten hat, die alle nur zu bereit sind, ihr Leben für den Mann zu geben. Wenn ihr Meister in Gefahr ist, werden sie einschreiten und ihm Zeit zur Flucht verschaffen. Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag helfen. Bestimmt. Talals treue Gefolgsleute werden sich opfern, um ihm Zeit zur Flucht zu verschaffen. Das ist natürlich gut für ihn, aber nicht so gut für uns. Wir haben alles erledigt. Wir gehen jetzt zum Büro des Verbindungsmanns. Okay. Okay, das haben wir schon. Dann wollen wir mal. Wir haben genug Wurfmesser. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Ich denke, wir kriegen das hin. Bin ich ja mal gespannt, weil wirklich viele Hinweise auf Flucht hindeuten. Ob wir den wirklich fliehen lassen oder ob wir ihn niederstrecken. Lass uns mal hinabsteigen. Gibt es überhaupt auch einen normalen Eingang, so eine Tür oder so? Oder muss hier jeder reinklettern? Ich glaube, man muss tatsächlich klettern. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Vielen Dank. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Er mag uns anscheinend nicht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Nachforschung beendet. Talal inspiziert sein Lager täglich. Das Attentat sollte bei seiner nächsten Inspektion stattfinden. Und das wird es auch. Möge es beginnen. Schauen wir mal.
hier oben. Okay, okay, okay. Attentatsziel. Dann wollen wir mal. Am anderen Ende der Stadt halt auch noch. Warum würde jemand so etwas tun? Halt. Einfach mal durchsprinten. Geht das? Jo, schaut gut aus. Können wir die einfach wegschubsen zur Seite, dann kommen wir besser durch. Müssen wir einen richtigen Weg finden. Vorsicht, Vorsicht, ich muss hier durch, Leute, ich muss hier durch, Vorsicht. Talal. Meine Klinge wird sein Leben beenden und kürzen. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und okay, ich glaube, wir sind in der Nähe. Gehen noch durch. Vorne sind schon die ersten Wachen. Wir nähern uns. Oh, das sind wahrscheinlich seine Elite-Wachen. Nehme ich mal stark an. Also kürzen wir lieber ab und gehen hier hoch. Anstatt mit diesen Leuten zu kämpfen. Einfach über die Dächer. Wer? Das hast du nicht zu entscheiden. Gut. Ihr dürft hier nicht passieren. Wo denn? Alles gut, du musst dich entspannen. Ich bin gar nicht da. Die Frage ist, wo wir genau hin müssen. Ich lauf mal hier hinten rum. Der hat hier auf jeden Fall eine ganz besondere Leibgarde. Ich scheine übel zu sein. Dort ist der Eingang. Ist es so klug, da reinzugehen? Ich denke, wir haben aber keine Wahl, keine große. Dann wollen wir mal. Beginne es. Das ist aber nicht so gut, oder? Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Na gut, ich glaube, es war eine Falle. Hilfe! Helft mir! Ich kann nicht, es tut mir leid. Ah, ihr wollt den Mann sehen, der euch hier gerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Das ist also, was ihr wollt? Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Das glaube ich nicht. Seine Elite-Wache. Nimm das. Was denkt ihr denn? Ich kann das nicht mit mir aufnehmen. Ich bin ein Assassine. Nimm das. Schick doch noch ein paar mehr Männer. Macht ja gar keinen Spaß. Oh mein Gott, wie cool, wir haben den Typen hier angeschlagen und er hatte tatsächlich gerade eine Wunde an der Schulter.
Ja, du noch? Und jetzt? Was wollt ihr nun? Ich folge euch. Tja, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ich werde dich kriegen. Hier drin ist nichts mehr, oder? Wir haben eigentlich alles gesehen. Folge mir, bevor er entkommt. Okay, hier rüber. Ich muss irgendwie an ihn rankommen. Die Wachen. An den Wachen muss ich irgendwie vorbeikommen. Oh, er wird aufgehalten. Nein, ich auch. Warte mal. Warte mal, nein. Ja, ganz kurz hier. Bin sofort bereit. Komm schon, schlag mich. Okay, weg. Besser. Ich hab dich. Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr in eurer Unwissenheit. Euren Geist ab. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Ruhe und Frieden. Und jetzt sollten wir ganz, ganz schnell weg. Ich nehme nochmal einen anderen Weg. Diese Elite-Wachen sind überall. Nein, Alter, ihr! Es war alles geplant. Alles geplant. Oh mein Gott. Okay, die Kamera gerade ist tatsächlich ziemlich cool. Okay, ich gehe da runter. Und wie ich entkommen kann, werdet ihr schon sehen. So eine leichte Kinokamera kann man während so Verfolgungssequenzen aktivieren. Und damit wären wir so gut wie im Verbindungsbüro. Ich setz mich hier hin. Sie werden mich nicht finden. Das Attentat war ein Erfolg. Dieses Mal hat es wenigstens geklappt, auch wenn es ein Hinterhalt war. Haben wir es hinbekommen. Sie wissen, nach wem sie sich suchen. Wir sind hier immer noch in Gefahr. Warum macht er das? Aber jetzt sind wir sicher. Das Büro des Verbindungsmanns. Es ist vollbracht. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das Nickerchen war jetzt wirklich notwendig. Attentat beendet. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim.
verdammt! Was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirne. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Ich habe mal ganz kurz eine Theorie. Kann ich? Ich muss schnell sein, ich muss schnell sein. Nee, ich glaube nicht. Nö. Wegen dem Stift, den er da hat mit diesem Passwort, aber ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Der Animus ist kaputt. Warum schreit er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein, Abstergo hat ein Ingenieursteam. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Okay. Wenn du das Ding hier wieder hinkriegst, wir wollen alle erfahren, wie es weitergeht, nehme ich an. Kann ich noch mit dir quatschen? Wie er rettete Ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als Sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Widdig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot Ihnen einen Job an. Ja, hier bei Abstergo, um beim Animus-Projekt zu helfen. Es bot mir eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich, ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für 6 Monate, maximal ein Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt. Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. 3 Kerle. Bewaffnet. Sie zerrten mich aus dem Bett. Gott, das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von... Was? Geht weiter. Nein. Sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich. Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer, ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Unser Schlafzimmer ist offen. Krass. Also das war jetzt wirklich... Wow. Bin ein bisschen sprachlos. Können wir hier an dem PC... Nö, schade. Da ist sie also quasi auch eine Gefangene. Kann nicht reden, hab zu tun. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Viel Glück beim Animus reparieren. Boah, schaut nicht so gut aus, ne, wenn hier alles rot blinkt. Na gut. Dann werde ich jetzt mal ins Bett gehen. Hier drüben haben wir noch alles leer, aber das Licht ist an, oder? Ich glaube, die haben das Licht angemacht. Ach ja, na gut. Dann legen wir uns hin und beenden den Tag. Boah, eine Konstruktion ist ja das.
Gut. Ab in unser Zimmer. Werden wir wieder eingesperrt. Jemand war hier drin. Was? Jemand war hier drin? Sieht aus wie ein Zugangscode. Bitte, bitte was? Ein Zugangscode? Okay. Das Waschbecken und so, alles wieder ein bisschen anders. Hier, die Handtücher benutzt. Die Klopapierrolle wird auch kleiner. Guck mal an, krass. Also Details haben sie hier schon ein paar eingebaut, das ist schon schön. Jetzt duschen. Können wir uns, wenn wir duschen waren, auch kurz hinsetzen, wenn wir wollen, auf dem Stuhl. Okay, aber wozu haben wir hier einen Zugangscode bekommen? Und von wem vor allem? Nee, hinlegen will ich mich noch nicht. Kann ich hier? Ach, hör auf. Oh. Wir können hier wieder raus. Oh, okay, okay. Die Kameras werden wir jetzt erstmal ignorieren. Ich hoffe, das ist kein Problem. Kann ich jetzt auch... Ich könnte mich auch alleine hinlegen. Ach, hör auf. Okay. Ich schau mal ganz... Guck ihn dir an. Wir haben gerade diesen Stift genommen. Der gehört wahrscheinlich Lucy. Passwort eingeben. Okay, Zugriff gewährt. Willkommen, Lucy. Ist hier was Neues? Oh, es gibt was Neues. Ihr Stift, das haben wir schon gelesen. 3. September, Layla. Die kennen wir ja schon. Aber hier, Nancy Niller, Fallakte 13994, Layla Marino. Miss Stillman, es tut mir leid, aber ich habe kein Recht, über diese Angestellte oder die Umstände ihres Verlassens der Firma zu sprechen. Liebe Nancy, ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes einer ehemaligen Angestellten zu erkundigen, Layla Marino. Ich weiß nicht, ob Sie in der fraglichen Zeit bereits bei uns gearbeitet haben, September 2007. Es gab anscheinend irgendeinen Unfall, aber ich kann keine weiteren Informationen zu diesem Fall finden. Das Büro des Gerichtsmediziners deutet an, dass Ihre Akte versiegelt wurde. Wenn es sich um einen Selbstmord handelte, warum werden die Informationen dann so vertraulich behandelt? Herzliche Grüße, Lucy Stillman. Und wir haben eine Antwort von... Nee, okay, wir haben eine offizielle Antwort bekommen. Er hat kein Recht, über die Umstände des Verlassens der Firma zu sprechen. Warren Widdick, Fallakte 1394, Layla Marino. Von Nancy Nillop an Lucy Stillman. Warte, wir müssen mal ganz runter scrollen, fangen wir unten an. So, von Lucy an Nancy. Nancy, ich verstehe nicht, warum diese Informationen so schwer zu bekommen sind. Ich habe noch nie von einer Firma gehört, welche die Fähigkeit hatte, den Bericht eines Gerichtsmediziners zu Firmeneigentum zu erklären. Das ist lächerlich. Sie war meine Freundin. Ich will nur wissen, was mit ihr passiert ist. Lucy. Okay, wollen wir auf die Antwort schauen? Miss Stillman, leider sehe ich mich außerstande, Ihre Anfrage weiter zu bearbeiten. Ich habe Alan Ricking in CC gesetzt. Bitte wenden Sie sich mit allen weiteren Fragen an ihn. Vielen Dank. Okay. Er wird jetzt quasi auch informiert. Sie hat sich umgebracht. Irgendwas mit einer Beziehung mit einem Jungen namens Neumann. Halten Sie sich aus Firmenangelegenheiten raus. Schluss damit. Okay. Gut zu wissen. Das hier kennen wir schon. Wir haben jetzt also so einen Stift und einen Code, mit dem wir unser Zimmer verlassen können, wenn wir wollen. Das ist gut. Kein Ausgang, keine gelöschten Nachrichten. Sehr gut. Dann schauen wir mal hier hinten. Vielleicht können wir dort was machen. In dem PC. Oh, wir können. Ja. Okay, jetzt geht's los. Passwort eingeben. Zugriff verweigert. Mist. Okay. Können wir also noch nichts machen. Das richtige Passwort fehlt uns noch. Na gut. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Wir können uns, glaube ich, hinlegen sogar, oder? Nur warum? Warum sollten wir uns alleine hinlegen wollen? Wir können ihn noch nicht richtig steuern.
Ich kann die Erinnerung noch nicht fortsetzen. Die ist gesperrt. Okay. Aber wir können hier quasi nochmal reinschauen, oder wie? Zusätzliche Erinnerung. Okay. Ja, wir machen Fortschritte, ist klar. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Credits brauchen wir jetzt noch nicht. Das Animus-Entwickler-Team. Ach, wie schön. Die werden am Ende eh spielen, nehme ich stark an. Ja, dann verlassen wir den Animus wieder. Aber wie cool ist das denn bitte? Ich glaube fast sogar, dass Lucy uns das zugespielt hat. Ich meine, sie ist eh schon die Netteste zu uns und sie lässt einen Stift hier liegen. Hat vielleicht den Code da reingeschmuggelt, mit dem wir uns befreien können. Aber die Sache ist halt, weiter kommen wir nicht. Können wir irgendwas an den Servern machen? Nicht wirklich. Kommen wir hier rein? Nö. Okay, hier können wir leider nichts machen. Würde wahrscheinlich aber auch nicht so viel bringen. Boah, das ist jetzt wirklich cool, dass wir uns hier so bewegen können. Das freut mich. Können wir jetzt einfach abhauen rein? Theoretisch könnte ich hier... Nee, hier gibt es gar kein so Terminal. Schade. Ich meine, wir haben so einen Stift. Wir müssten doch wohl in der Lage sein, jede Tür zu öffnen. Ja, vielleicht wäre es auch dumm. Vielleicht ist es besser, wenn wir hier bleiben. Aber gut. Dann legen wir uns jetzt einfach hin. Und an der Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein Abenteuer. Wir sind aus unserer Zelle ausgebrochen das erste Mal. Wir haben hier Hilfe. Wir sind nicht alleine. Und natürlich noch ein weiteres Attentat erledigt. Und damit würde ich sagen, legen wir uns schlafen und warten auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Euer Monster.